Hey Leute und herzlich willkommen zu Part 5 unserer F1 22 MyTeam Karriere hier auf meinem Kanal zum großen Preis von Miami. Falls ihr den letzten Part verpasst habt, schaut da unbedingt nochmal rein. War ein absolut irres Rennen in Imola mit drei Safety Cars und viel mehr. Also schaut da gerne nochmal rein, falls ihr es noch nicht getan habt. Und heute, also der große Preis von Miami zum ersten Mal, findet in der Jahr statt. Es ist das erste Mal, dass wir hier in MyTeam also auf dieser neuen Strecke fahren. Und ihr habt es vielleicht gerade schon im Hintergrund gesehen. Hier, ich habe einfach mal so eine spezielle, in Anführungsstrichen, USA-Lackierung gemacht. Einfach, um eben diesen ersten großen Preis von Miami ein bisschen zu zelebrieren. Sieht jetzt vielleicht noch nicht unglaublich aus, aber so unendlich viele Lackierungen stehen ja uns bisher auch leider noch nicht zur Verfügung. Deswegen konnte ich da jetzt auch noch nicht unendlich viel rumexperimentieren, aber ich glaube, fürs Erste ist das auf alle Fälle komplett okay. Und ja, groß was zu machen ist, glaube ich, auch gar nicht mehr. Vielleicht können wir noch mal gucken, ob wir irgendwo noch mal ein Upgrade reinbekommen. Hier ist noch immer das eine am Laufen. Hier haben wir auch noch den Verbrennungsmotor am Laufen, den wir leider nachher noch mal wechseln müssen. Und das wird dann schon der vierte sein. Beim Verbrennungsmotor wirklich irgendwie die Abnutzung nicht von dieser Welt. Dementsprechend werden wir auch eine Grid-Strafe tatsächlich hier haben. Müssen auch noch ein paar andere Komponenten hier wechseln. Die werden uns aber keine Strafen einbringen. Aber dadurch natürlich das Ganze nochmal nicht viel einfacher. Aber wir gehen jetzt einfach mal denn in Richtung des Grand Prix. Und ja, gleich mal ein Teil ist hier gefailt. Das ist natürlich sehr blöd hier am Chassis. Dadurch kommt das nicht mehr rechtzeitig für Miami rein. Das ist natürlich schon mal keine gute Neuigkeit. Auch hier am Motor, das Upgrade kommt nicht rein. Also haben hier gerade große Probleme irgendwie, was das angeht. Irgendwie ist das hier gerade verhext, auch an der Strapazierfähigkeit, der Verbrennungsmotor, den kommt auch nicht rein. Also was ist das denn hier? Also es ist ja, läuft schon wieder wie sonst was. So kommen wir jetzt tatsächlich komplett ohne Upgrades rein und verlieren dadurch natürlich hier ein bisschen Boden, was die Leistungsfähigkeit angeht. Aber ja, damit geht es jetzt erstmal wieder rein in eine Pirelli Hot Lap. Genau, also schauen wir uns das hier mal an. Erstmal diese Strecke, dafür ist die Hot Lap natürlich gut geeignet. Vielleicht kennen manche von euch ja jetzt diese Strecke noch nicht. Hab Time Attack ausgesucht. Wir müssen also innerhalb einer bestimmten Zeit zwei Runden dieser Strecke fahren. Für Gold brauchen wir 4 Minuten 15, für Silber 4:20 und ich glaube für Bronze waren es 4 Minuten 28. Fahren hier schön in einem Mercedes und damit geht es ja also mal rein. Ich habe jetzt hier mal eine Runde an Cut für euch. Geht ja also nach der Start-Ziel-Geraden gleich mal rein in diese enge erste Kurve hier. Schon fast Haarnadel-Style. Dann hier der erste Sektor, vor allem von vielen schnellen S-Kurven geprägt. Dann mal hier kurz raus beschleunigen, geht es aber gleich wieder rein in die nächste schnelle S-Kurve, die wir hier haben. Zumindest nachher schnell im Formel-1-Auto. Hier im Mercedes ist das jetzt noch nicht so schnell. Dann haben wir hier eine langgezogen, eine Linkskurve, die dann hier am Ende beim Exit nochmal richtig schön eng wird. Und dann kommt hier die erste Gerade, die hier mit ein paar leichten Kurven versehen ist. Aber hier kann man locker nachher Vollspeed durchfahren mit dem Formel 1 Autos. Hier, wo wir gerade sind, ist dann nachher auch noch DRS. Und dann geht es hier
rein Mitte des zweiten Sektors hier in diesen engen Part der Strecke hier durch Stadion kann man es eigentlich nennen. Und dann hier diese ganz, ganz enge Schikane, die wir haben. Also hier ist wirklich mal runter vom Gas gefragt. Und dann hier ganz wichtig, gut raus zu beschleunigen. Hier haben wir nämlich dann nochmal eine weitere Gerade hier gleich zum Mittelteil. Ab hier gibt es dann auch DRS wieder. Und dann geht es nachher dann rein hier in eine ziemlich heftigen Bremszone. Hier eine ziemlich heftige Bremszone für die Haarnadelkurve hier nochmal. Und dann gilt es halt hier wieder raus zu beschleunigen. Dann gibt es dann nochmal diese S-Kurve auf die Start- und Zielgerade. Da muss man nochmal ein bisschen vorsichtiger sein beim Gas, dass man da sich nicht irgendwie wegdreht. Genau, aber das ist eine Runde dieser Strecke. Die erste Runde haben wir 2 Minuten 7 hier, glaube ich, gerade geschafft. Das heißt, wenn wir nochmal so eine Runde fahren, sollten wir eigentlich die Goldmedaille haben. Und auf der zweiten Runde sollten wir eigentlich auch nochmal besser sein, da ich mich jetzt mit diesem Auto erstmal eine Runde überhaupt an diese Strecke gewöhnen sollte. Und ich habe mich auch auf der zweiten Runde nochmal deutlich verbessert, sodass wir hier Gold ziemlich locker am Ende des Tages geschafft haben. Das ist natürlich sehr gut, dass wir nochmal wieder ein bisschen Geld und Anerkennung bekommen. Also da auf alle Fälle das hier mal gemeistert. Hier in Miami, vielleicht ist das ja schon ein gutes Vorzeichen fürs Rennen. Hoffen wir einfach mal, aber es ist natürlich keine Garantie. Genau, dann sind wir reingegangen ins Rennwochenende hier. Das Training wieder beendet, bekommen wieder unsere Ressourcenpunkte und unsere ganzen Rabatte, die wir hier haben. Und dann geht's gleich weiter ins Qualifying. Ja, da wir ja unser eines Teil, unseren Verbrennungsmotor neu haben müssen und dafür auch eine 10-Plätze-Strafe tatsächlich kriegen, denke ich mal, werden wir, solange wir im Q1 nicht merken, dass wir da jetzt eine ganz große Chance haben, da noch Plätze gut zu machen, denke ich mal, nur einmal schnell eine Runde fahren und dann gleich weitergehen ins Rennen, wenn wir jetzt nicht merken, dass wir auf einmal hier um quasi die Pool fahren würden, was höchstwahrscheinlich der Fall sein wird, dass das nicht so ist. Dementsprechend können wir gleich locker mal reingucken. Und die Wettervorhersage für das Rennen ist auch spannend. 50% im Durchschnitt, sage ich jetzt einfach mal. Da könnten wir auch noch ein bisschen Pech haben mit dem Wetter. Aber ja, jetzt müssen wir leider erstmal diese Strafe hier hinnehmen. Ist natürlich blöd, lässt sich aber wie gesagt nicht ändern. Dann gucken wir mal, können wir hier noch irgendetwas neu machen. Sie könnten hier die Nase nochmal machen, aber ich will eigentlich eher woanders was machen. Da können wir aber überall gerade nichts machen. Dementsprechend sparen wir uns die Ressourcenpunkte aber und gehen jetzt also hier rein in die Strecke, hier auf die Strecke rund ums Hard Rock Stadium der Miami Dolphins. Und dann schauen wir mal, ja, was denn hier möglich ist hier mit unserer speziellen Lackierung. Gehen hier mal rein auf eine Runde, aber ja, man muss am Ende des Tages sagen, es ist, glaube ich, wirklich nicht viel möglich. Wir gehen ja gleich mal zum Ende der Runde noch mal hier rum um die Haarnadelkurve raus beschleunigen hier. Und ja, Max Verstappen hier erstmal mit der schnellsten Runde, wir hier auf Platz 9. Aber ja, es hätte für nichts gereicht am Ende, dass wir hier noch irgendwelche Positionen ohne die Strafe hätten mitnehmen können. Deswegen haben wir es bei der einen Runde belassen. Auch David Beckmann raus auf dem 20. Platz. Unser Teamkollege Leclerc wieder deutlich vorne hier im Q1. Also der ist ja wirklich unschlagbar. Man muss es einfach so sagen, wie es ist. Genau, aber dann dachte ich, dadurch, dass wir eh ganz hinten starten, können wir dann ja auch noch einfach ein paar mehr Strafen hinnehmen und bei den Teilen hier dann einfach nochmal überall hier nochmal einen zusätzlichen nehmen, weil was soll's, jetzt starten wir eh von ganz hinten.
Denn holen wir uns einfach mal einen komplett neuen Motor und schauen mal, wie das wird. Auch noch ein neues Getriebe. Aber ja, dann gehen wir rein in dieses Rennen. Willkommen zum Miami International Autodrom, der Heimat des großen Preises von Miami. Diese tolle neue Strecke verläuft um das Hard Rock Stadium herum, in dem das NFL-Team Miami Dolphins zu Hause ist. Nun, die Sonne lacht heute definitiv nicht hier im Sunshine State. Eine Runde des Grand Prix von Miami erstreckt sich über 19 Kurven auf 5,41 Kilometern um das Hard Rock Stadium. Diese Bedingungen dürften unseren Fahrern heute ganz und gar nicht gefallen. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom zweiten Platz. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Verstappen, Russell, Sergio Perez und Hamilton, Fernando Alonso, Ocon, Bottas und Lando Norris, Magnussen, Mick Schumacher, Pierre Gasly und Tsunoda, Ricardo, Vettel, Guanyu Zhou und Lance Stroll, Albon, David Beckmann, Latifi und ein Wagen des neuen Teams. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Heute wird es für die Fahrer nicht ganz reibungslos ablaufen, doch wenn ich mir das Wetter so ansehe, dann könnte, wie geschmiert, ganz gut hinkommen. Stefan Römer, schön, dass du wieder dabei bist. Was denkst du? Es ist doch etwas feucht, meinst du nicht? Als Fahrer gibt es drei Dinge, um die man sich bei solchen Bedingungen Sorgen macht. Pfützen auf der Strecke, Reifentemperatur und Sichtverhältnisse. Es ist schwierig, die Distanz zu anderen Autos einzuschätzen, wenn man durch das Spritzwasser der Pirelli-Regenreifen fährt. Okay, now that we've got some good points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Ja, da sind wir also und die Katastrophe, wenn man so sagen will, ist eingetroffen. Es regnet und es ist ein Rennen, das wir zumindest erstmal auf den Intermediate starten müssen. Leclerc hat sich natürlich die Pole geholt. Und ja, man sieht, die Icons sind eigentlich alle zwar stark bewölkt, aber es soll nicht regnen, aber es regnet halt. Und ja, das lässt vielleicht jetzt sogar darauf schließen, dass es das ganze Rennen durchregnen wird. Man weiß es nicht. Wir werden uns das mal anschauen müssen, wie sich das im Laufe des Rennens das Wetter verhält. Aber auf alle Fälle am Start jetzt erstmal hier der Intermediate-Voraussetzung. Und damit gehen wir jetzt erstmal hier raus auf die Einführungsrunde. Aber im Regen bin ich gefühlt in diesem Spiel noch gar nicht gefahren. Denn auch noch auf einer neuen Strecke mit einem Auto, das hier auch noch nicht so doll performt. Also easy recht schwarz jetzt schon für dieses Rennen. Mal schauen, kommen wir jetzt zum Ende der Einführungsrunde hier nochmal ein bisschen hin und her, damit die Reifen nochmal richtig schön warm werden. Und dann geht's rein in unseren Grid-Slot. Perfekt eingepackt und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5 rote Lichter und ab geht die wilde Fahrt. Und es ist ein guter Start von uns hier im Regen. Sind schon vorbei an Latifi. Auch schon vorbei an Beckmann. Jetzt hier platzieren uns in, machen da gut Plätze. Jetzt sind wir auf der Innenseite davon. Danny Ricciardo im McLaren schon vorgefahren. Jetzt auf Platz 16 können wir auch noch vorbeigehen an Ricciardo. Versuchen uns hier in vorbei zu quetschen. Schaffen das, sind jetzt auf dem 15. Platz. Hinter Yuki Tsunoda, den sieht man gar nicht so gut hier durch den Regen. Derzeit hier Gasly, der nochmal versucht hat, irgendwie Mick Schumacher zu attackieren. Hat das aber nicht geschafft. Aber damit sind wir jetzt schon mal auf Platz 15, haben schon mal beim Start ein paar Plätze gut gemacht. War wirklich ein Raketenstart. Im letzten Spiel waren ja eigentlich Regenstarts immer so ein richtig schönes Problem für mich. Aber irgendwie scheint das ja hier gar nicht mal so schlecht zu sein in diesem Spiel. In der Zeit vorne, Leclerc konnte die Führung erstmal behalten vor seinem Teamkollegen, vor Carlos Sainz. Verstappen auch weiterhin auf dem dritten Platz. Mick Schumacher, der da versucht hat, Lando Norris zu attackieren, hat das nicht geschafft. Und wir sind jetzt hinter Pierre Gasly, konnten auch noch vorbeigehen an Yuki Tsunoda, damit jetzt also auf dem 14. Platz.
Und ja, mal schauen, wie das wird, haben wir jetzt beim Rauszuschneiden aber große Probleme. Man hat da richtig das Reifen durchdringen gehört. Dadurch kommt Yuki Tsunoda zurück gegen uns jetzt hier in die Haarnadelkurve, versucht sogar die Divebomb gegen seinen Teamkameraden, gegen Pierre Gasly. An uns ist er schon mal vorbei, kommt auch noch vorbei an Gasly. Tsunoda da auf der Außenseite nehmen, muss erstmal aber wieder zurückziehen, aber ist zumindest wieder vorbei an uns. Damit jetzt er auf dem 14. Platz, wir wieder zurück auf Platz 15. Zweite Runde, Vettel jetzt, der da hinter uns vielleicht Ricardo attackiert. Ricardo mit dem Verbremser und dadurch kann jetzt Vettel vielleicht innen durchschlüpfen. Nein, Ricardo, der sich da nochmal verteidigt gegen unseren Landsmann und dadurch so gerade noch vorne bleibt, nachdem er da den Verbremser hatte. Die beiden jetzt aktuell hinter mir und wir hier mit großen Problemen. Runde 4 ist das und jetzt kann Ricardo vielleicht vorbeigehen. Wir sind da sehr, sehr weit rausgekommen. Die Kurve da im Nassen, sehr, sehr tricky. Aber erstmal schaffen wir das so gerade und gerade noch. Und Runde 5, Leclerc vorne schon wieder 3,5 Sekunden weg von Carlos Sainz. Also Leclerc, der einfach diese Saison aktuell nach Belieben dominiert. Und hinter uns geht's weiter. Vettel, der erneut versucht, Ricardo zu attackieren. Diesmal klappt es vielleicht. Ricardo wieder in hier und kann sich wieder verteidigen gegen Vettel. Also ja, es läuft da noch nicht ganz so gut bei den beiden hinter mir. Und jetzt in Runde 9 heftiger Verbremser von uns in die Haarnadelkurve und dadurch kommt Ricardo hier jetzt. Jetzt ist das hier Seite an Seite in Richtung hier der Startziellinie, in Richtung Kurve 1. Das war ein heftiger Verbremser von uns. Versuchen jetzt hier in Kurve 1 in zu verteidigen. Schaffen das auch nochmal so gerade und gerade. Aber ja, solche Fehler passieren eben im Regen. Und Ricardo und Vettel sind direkt hinter mir. Die sind sofort da, wenn mir diese Fehler passieren. Aber nach vorne haben wir mittlerweile schon 4, irgendwas Sekunden Abstand. Also da geht einfach nichts mehr nach vorne. Die Pace ist nicht da. Und jetzt Ricardo, der ihn versucht zu überholen in Kurve 1. Schafft das hier aber noch nicht ganz. Aber doch, Ricardo und Vettel, zumindest die beiden, sind auch noch schneller als wir. Also wir halten die hier echt ganz schön auf. Die versuchen alles, um vorbeizukommen. Aber wir lassen die natürlich nicht vorbei. Das wird hier schön ausgefeitet. Das Ganze sind ja keine Red Bull-Fahrer, die uns hier gerade die Motoren liefern. Deswegen können wir den beiden auch definitiv da den Fight bieten. Da kommt Ricardo jetzt vielleicht nochmal wieder näher. Also es ist immer, die sind immer nah dran, aber kommen nie so wirklich an mir vorbei. Versuchen es hier und da mal, aber da können wir eigentlich immer recht souverän verteidigen. Also sie sind halt am Ende des Tages auch gar nicht so unendlich viel schneller als wir. Und jetzt in Runde 14 kommt der Führende, kommt Charles Leclerc rein an die Box. Das Boxenstoppfenster ist geöffnet. Hier natürlich geht es weiter auf die Intermediate-Reifen. Vernünftiger Stopp da von Ferrari. Aber irgendwie, der Himmel lichtet nicht auf. Der bleibt die ganze Zeit so, wie es ist. Es regnet die ganze Zeit weiter. Und jetzt, wo jetzt auch Lewis Hamilton hier reinkommt zu seinem Boxenstopp. Aber ja, es regnet einfach die ganze Zeit durch. Und ich habe auch mal zwischendurch beim Wetterbericht gefragt. Es ist halt einfach auch kein Trockenes hier im Sicht. Es bleibt die ganze Zeit aktuell so, wie es ist. Und jetzt in Runde 14 sind wir dann auch zusammen mit Danny Ricciardo reingekommen an die Box. Yuki Tsunoda ist noch eine Runde weiter gefahren. Und ja, sehr, sehr guter Stopp da von unseren Jungs. Da haben wir manchmal Probleme, aber diesmal hat das sehr, sehr gut geklappt. Geht jetzt hier wieder raus aus der Box. Und dann schauen wir mal weiter. Aber wie gesagt, es wird für uns, wenn jetzt nicht noch irgendein Wunder der anderen Art passiert, definitiv keine Chance mehr für uns geben. In der Zeit, wo Guan Yu Zhu im Alfa Romeo langsam wird, der Chinese leider mit einem Motorschaden, muss das Auto abstellen und fährt dabei hier noch in die Wand. Sehr, sehr spannend. Hat aber auch keinen Safety Car oder ähnliches
zufolge. Und Max Verstappen hier jetzt gegen Lando Norris. Max Verstappen versucht vorbeizugehen. Ich glaube, Norris war auch noch gar nicht an der Box. Verstappen war ja schon drinne. Deswegen Verstappen jetzt auch mit dem Reifenvorteil geht da vorbei am jungen Briten im McLaren. Und jetzt eine Runde später, ein, zwei Runden später, kommt auch Sainz jetzt rein zum Boxenstopp. Also all die, die gerade in der Runde davor nicht drin waren, jetzt also beim Boxenstopp auch George Russell, der drin ist, Sergio Perez. Also jetzt größtenteils natürlich dann die ganzen zweiten Fahrer. Alonso, ja, ist nicht zwingend ein zweiter Fahrer, kommt jetzt auch rein. Ich glaube, Ocon war nämlich auch noch gar nicht an der Box. Also die beiden Alpinen da ein bisschen später dran. Auch Lando Norris drinne. Mick Schumacher kommt zum Boxenstopp. Na, bei Haas klappt diesmal auch tatsächlich alles problemfrei. Da hatten die ja in den letzten Rennen immer so ein bisschen ihre Probleme. Hat diesmal aber auch alles geklappt. Und auch David Beckmann kommt rein zu seinem Stopp. Unser Teamkollege hier jetzt drinne. Und da läuft eigentlich auch alles recht problemfrei beim Stopp von ihm. Und wir sind hier jetzt und Yuki Tsunoda kommt direkt vor uns hier raus. Der war doch gerade eben noch 5 Sekunden oder so weg von uns. Er ist eine Runde mehr draußen geblieben und jetzt hat er da anscheinend richtig ordentlich Zeit verloren. Dadurch kommen wir hier um einiges näher ran an ihn. Aber ja, gleich zieht er uns wieder weg. Deswegen, das hat alles keinen Sinn, aber ich weiß nicht, ob das hier der Undercut quasi so stark ist in Intermediates oder ob da vielleicht bei AlphaTauri einfach irgendwas schief gegangen ist, aber das ist definitiv sehr, sehr spannend. Und derzeit, wo jetzt Daniel Ricciardo, ja, er kommt immer ran, aber er kann einfach nicht final den Move machen. Jetzt eine Runde später ist es, glaube ich, sehen wir ihn hier wieder. Und vielleicht haben wir uns gerade zu früh gefreut, denn jetzt kommt er hier an unsere Seite. Jetzt hier Seite an Seite mit Danny Ricciardo. Sie gerade runter. Ja, jetzt auf der Außenseite wir innen. Aber es sieht eigentlich aus wie eine Position, ja, wo wir wieder eigentlich locker verteidigen können. Also selbst wenn er mal an unsere Seite kommt, es ist nie ganz so schwierig, dass wir da jetzt verteidigen. Aber jetzt in Runde 18 wir hier sehr, sehr langsam auf der Geraden. Irgendwie haben wir gerade keine Power. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wir drücken ihn ja schon Richtung Innenseite. Jetzt geht's hier rein in Hanalkova. Aber wir haben einen heftigen Verbremser. Ein heftiger Verbremser von uns erneut in die Haarnadelkurve. Und diesmal ist Ricciardo vorbei an uns. Also Ricciardo jetzt auf dem 15. Platz. Es musste einfach irgendwann geschehen. Und jetzt ist es geschehen. Aber zwei Runden später, Ricciardo konnte tatsächlich gar nicht wirklich wegziehen von uns. Und vielleicht hat er sogar so viel Energie bei diesem Überholmanöver verbraucht, dass wir jetzt wieder zurückkommen gegen ihn. Wir machen die Dive Bomb in rein in die Haarnadelkurve und können wieder vorbeigehen an ihm. Erstmal Ricciardo hält das hier aber noch Richtung Startzielgerade Seite an Seite und ist jetzt erstmal wieder vorbei. Wir setzen uns jetzt aber in seinen Windschatten und gehen nochmal in rein in Kurve 1 wieder. Der halbe Dive Bomb zumindest und schlagen ihn damit mit seinen eigenen Mitteln. Ricciardo ist sehr bekannt für seine Dive Bombs, sind jetzt aber wieder vorbei an ihm, aber er versucht jetzt in hier nochmal wieder in der schnellen Sektion vorbeizugehen, aber er schafft es nicht und damit konnten wir ihn wieder zurück überholen und jetzt driften wir hier richtig durch diese Kurve, haben da große Probleme, aber wir sind wieder vorbei am Australier und das muss ihn jetzt wirklich richtig nerven, um es mal so nett auszudrücken, dass wir jetzt wieder vorbei sind an ihm. Jetzt zieht er nochmal hier außen raus, aber ja, wieder in locker verteidigt von uns. Damit sind wir wieder vorbei an ihm, wieder auf Platz 15. Und ich glaube wirklich, dass Ricciardo jetzt sehr genervt ist. In der Zeit weiter hinten auf Platz 19 Lance Stroll, der langsam wird, ebenfalls Motorschaden oder Getriebefehler oder was weiß ich was, ist auch raus hier aus diesem Rennen. Schade für ihn, aber ja gut, da wäre auch
bei ihm locker nichts gegangen. Aber bei seinem Teamkameraden, jetzt bei Sebastian Vettel, der versucht jetzt wieder Ricardo zu überholen durch unser ganzes Gefeite, hat er wieder aufschließen können. Auch David Beckmann schon direkt dahinter. Und Vettel versucht jetzt wieder innen reinzugehen, Seite an Seite. Vettel und Ricardo. Aber Ricardo kann wieder verteidigen gegen Sepp. Und wie gesagt, David Beckmann ist jetzt schon direkt hinten dran, unser Teamkollege, und schaut jetzt, ob er da nicht vielleicht irgendwo nochmal jetzt ein Überholmanöver platzieren kann. Hier erstmal noch nicht, aber ja, wenn er sich ein bisschen geduldet, und das passiert jetzt auch schon, hat er hier vielleicht die Chance. Der zieht da hier raus gegen Sebastian Vettel. Er versucht hier außenrum vorbeizugehen. Vettel mit dem Verbremser gibt sogar ein bisschen Kontakt zwischen den beiden. Beckmann versucht jetzt außenrum hier, aber Vettel kann so gerade und gerade verteidigen. Aber unser Teamkollege, er zeigt zumindest, dass er was drauf hat. Und jetzt versucht er außenrum in der Haarnadelkurve vorbeizugehen, dann Sebastian Vettel. Er setzt jetzt Vettel wirklich hier dauerhaft unter Druck und geht jetzt hier vielleicht vorbei. Ja, Vettel kann das hier noch Seite an Seite halten, jetzt rein in Kurve 1. Kann Beckmann hier jetzt endlich mal vorziehen? Nee, auch hier nicht. Sie gehen hier Seite an Seite durch diesen schnellen Sektor hier. Immer noch Seite an Seite. Das ist wirklich ein episches Battle zwischen diesen beiden. Und jetzt konnte sich David Beckmann am Ende des Tages nach vorne halten. Hier nochmal leichter Drift von unserem Teamkollegen. Aber er ist vorbei an Vettel. Was war das für ein geiles Duell zwischen diesen beiden. Und ja, unser, also Beckmann, er zeigt zumindest, dass er wirklich auch Seite an Seite gehen kann. Hatte ja die letzten Rennen eigentlich immer einen Frontflügelschaden gehabt. Dieses Rennen noch nicht. Wir wollen es nicht beschreien. Aber ich denke mal, es sollte sogar hier ziemlich gut gehen. Also er zeigt zumindest, dass er es kann. Und wir haben hier jetzt große Probleme beim Rausbeschleunigen. Sie stehen ja schon fast quer auf der Strecke. Ricardo, der dadurch jetzt versucht, hier wieder zu überholen, aber auch er schafft es hier wieder nicht. Also, ich will nicht wissen, wie frustriert er ist, einfach davon, das ganze Rennen hier gefühlt hinter uns herzufahren und dann sogar zu überholen, aber wieder zurück überholt zu werden. Also, da will ich echt nicht in seiner Haut sein. Er ist auch unser Rivale aktuell. Also, wirklich das Rennen hier nochmal, oder dieses Duell nochmal mit einer besonderen Note. Aber ja, es ist wirklich unglaublich. Ricardo hier jetzt wieder versuchend innen reinzugehen in Kurve 1. Wir können aber außenrum wieder verteidigen gegen ihn. Jetzt hier wieder beim Rausbeschleunigen haben wir wieder Probleme. An der Stelle haben wir immer Probleme. Da verlieren wir auch eigentlich jede Runde immer richtig viel Zeit, und dadurch ist Ricardo jetzt wieder Seite an Seite und er drückt uns in die Mauer. Er drückt uns in die Mauer. Ricardo drückt uns da fast in die Mauer. Wir können wieder vorbeigehen, aber was war das denn für ein aggressives Verhalten von ihm? Nimmt er mal gar keine Rücksicht auf uns? Wir haben gerade noch so Glück, dass wir da den Mauern weichen können, aber er drückt uns da richtig rein, als würde er einfach die Ideallinie fahren. Und wir schauen uns das gleich nochmal an. Eigentlich dachte ich, er ist kein Mensch dafür, aber eigentlich, es sieht wirklich aus, als wäre das Absicht von ihm, und das würde ich ihm auch fast unterstellen. Wirklich, da uns wirklich richtig, richtig reingedrückt. Kein Plan, ob das wirklich seine Frustration ist, die da einfach mittlerweile so reinkickt bei ihm. Aber ja, man sieht, wir sind da komplett Seite an Seite mit ihm. Er drückt uns da einfach in Richtung der Mauer, also kein Plan, was bei ihm los ist. Und jetzt in Runde 28 geht es ja nochmal die Gerade runter. Jetzt in Richtung der Stadionsektion, in diesem engen Komplex der Strecke. Ricardo versucht nochmal außenrum zu verteidigen. Wir sind in. Aber der zieht da einfach wieder rein. Also ich weiß nicht, was Ricardo hier jetzt für Probleme hat gerade. Aber er zieht da einfach schon wieder rein. Er nimmt gar keine Rücksicht mehr auf uns. Und also einmal ist er auch vielleicht noch okay, aber beim zweiten Mal unterstelle ich ihm da jetzt einfach richtig Absicht. Er zieht da einfach wieder komplett rein Richtung Apex, obwohl wir da komplett an seiner Seite sind. Ja, hier nochmal quasi die Slow Motion. Also man sieht, wie seine Räder
Die ging komplett in Richtung der Apex, also kein Plan. Und jetzt auf der letzten Runde versucht er es nochmal in Kurve 1. Er lässt jetzt nichts mehr unversucht. Aber das ist natürlich hier keine Möglichkeit für ihn. Geht jetzt nochmal weiter, aber er kommt einfach nirgendwo vorbei. Hier hat er jetzt auch Probleme. Und anstelle dessen, dass er uns jetzt überholt, kommt jetzt hier auf der Geraden nochmal unser Teamkollege David Beckmann im Windschatten. Und versucht jetzt sogar nochmal Ricardo zu überholen, macht hier die Divebomb innen rein, versucht hier vielleicht sogar noch so halb gegen uns. Wir machen da jetzt aber auch zu. Ich dachte in dem Moment nämlich erst, dass wir Ricardo und habe deswegen auch dann einfach mal ein bisschen härter verteidigt. Vielleicht haben wir damit sogar im Beckmann das Ganze hier gleich ein bisschen versaut. Aber ja, am Ende des Tages, Leclerc, der hat das einfach hier wieder nach Belieben dominiert, hat über 10 Sekunden Vorsprung vor seinem Teamkollegen, vor Carlos Sainz, kommt um die letzte Kurve und gewinnt auch den großen Preis von Miami, den ersten der Geschichte. Sainz, der sich hier auch noch den zweiten Platz sichert, also erneut Doppelsieg für Ferrari. Verstappen wieder das Nachsehen auf Platz 3 vor Russell und Perez auf 4 und 5 und wir kommen am Ende auf Platz 15 nach Hause. Es ist ein Rennergebnis, mit dem wir einfach leben müssen. Ja, es war einfach nicht groß was drinne für uns in diesem Rennen. Es war ein trotzdem cooles Duell mit Daniel Ricciardo, auch wenn es ziemlich schmutzig war am Ende des Tages. Sind Fahrer des Tages doch geworden. Also das zumindest ist nochmal so ein kleiner Lichtblick, wenn man es so nennen möchte. Aber ja, Charles Leclerc erneut der verdiente Sieger. Dieses fünfte Rennen der Saison, das er gewinnt von 5. Also bisher wirklich alles gewonnen, inklusive dann auch noch des Sprintrenns in Imola. In der letzten Folge war das. Also ja, wirklich, wirklich unglaublich, was der hier macht. Aber ja, Ferrari einfach bisher die dominierende Kraft. Red Bull muss sich jetzt wirklich mal richtig die Füße in die eigenen Hände nehmen, hätte ich fast so wie auch immer das Sprichwort nochmal heißt, damit die da endlich mal wieder rankommen an Ferrari. Denn sonst haben die schon zur Hälfte der Saison bei die Meisterschaft entschieden. Aber ja, damit wieder hier die Roten, die siegen beim ersten großen Preis von Miami. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Charles Leclerc, der momentan die Meisterschaft anführt, baut seinen Vorsprung mit diesem Resultat noch weiter aus. Also Stefan, wer ist für dich Fahrer des Tages? Ich finde, der Titel geht heute an das neue Team. Heute hat sich eine Menge getan, aber er war der Einzige, der sein Potenzial voll ausschöpfen konnte. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Ferrari baut den Abstand an der Spitze der Tabelle weiter aus. Und ebenso gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Sprung nach vorn. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, da sind wir also nach diesem sehr, sehr anstrengenden, nervenaufreibenden Rennen. Sind am Ende des Tages 15. geworden. Also, ja, ist auf alle Fälle machbar. Mehr Pace war am Ende des Tages, vor allem hier im Regen, auch hat man ja klar gesehen, nicht drinne. Charles Leclerc bleibt weiterhin ungeschlagen diese Saison. Der 5. Sieg im 5. Rennen und auch wieder ein Doppelsieg von Ferrari. Verstappen wieder das Nachsehen auf dem 3. Platz. Heißt mittlerweile Leclerc in der Fahrer-Weltmeisterschaft 66 Punkte vor Max Verstappen. Also wirklich, wirklich unglaublich. Ferrari mittlerweile auch echt souverän mit 76 Punkten in der Konstrukteursweltmeisterschaft vorne. Ja, also definitiv geht es so in die richtige Richtung bei Ferrari. Red Bull hat da definitiv noch Nachholbedarf. Aber wie gesagt, für uns ein Rennen, ja, das halt ein Rennen war, aber viel mehr auch nicht hatten zum
Ende nochmal ja, ein sehr, sehr hartes Duell, um es mal so auszudrücken, mit Danny Ricciardo, der da doch zumindest von dem, wie es jetzt im Auto empfunden hat, er teilweise echt unfair agiert hat, aber naja, was soll's. Ja, genau, aber wie gesagt, lässt sich am Ende des Tages alles nicht ändern. Nichtsdestotrotz war es definitiv okay, das Rennen. Aber wie gesagt, es war am Ende leider nichts Großes. Wir haben aber unseren Rivalen hier nach diesem harten Kampf also trotzdem hier gerade noch so geschlagen. In der Rivalität kriegen wir wieder ein bisschen Anerkennung. Der Sponsorenziel haben wir auch wieder erreicht. Und ja, damit geht es dann, glaube ich, beim nächsten Mal nach Spanien. Genau so ist es, nach Barcelona. Da könnte ich mir vorstellen, dass es da schon wieder um einiges besser wird. Aber ja, Leute, bis dahin, lasst gern Like da. Wenn euch der Park gefallen hat, lasst gern ein Abo da, um keine weiteren Videos hier von MyTeam zu verpassen. Lasst auch noch gern dazu, oder aktiviert dazu noch gern die Glocke. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann. Bleibt stabil und vor allem natürlich wie immer gesund. Ciao, ciao.